Ja. Sie, und sie fühlte sich auch eher von Bernardo Bertolucci vergewaltigt. So. Also, ja. Aber, und was man auch mal dazu sagen muss, es kann auch gut sein, weiß ich nicht, der Typ ist Filmkritiker, du hast das mitbekommen, ich hab's nicht mitbekommen. Also es kann gut sein, dass er das, dass er diese Story kennt, aber was ist, wenn die Story nicht kennt? Er behauptet, er hätte sie nicht. Morgens, hier ist er wieder. Oh, einmal den Chat testen. Wuppidu. Jo. Oh. Wow, Hongs, grüß dich. Hi. Schön, 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 schön. Ja, EEP. Geht's heute weiter an der Anlage. In Minecraft habe ich heute tagsüber ein bisschen weitergebaut und Nabend, Coaster-Fan, grüß dich. Heute tagsüber den Podcast von Falbala gelauscht. Da hatte ich heute über Twitter ihren aktuellen mitbekommen und da ging es um Influencer, um Social Media. Und dann habe ich mir auch ihre anderen noch angehört, beziehungsweise den ersten habe ich, glaube ich, gestern gehört. Na, macht nichts. Waren aber gute Podcasts, also sehr zu empfehlen.
Link kann ich euch hier nur jetzt gerade nicht reinposten, weil ich zuletzt, bevor ich hier auf Sendung gegangen bin, den Lester-Schwestern zugehört habe. Folge 43 vom tiefen Fall des Miguel Pablo. Ja. Okay. Grüß dich, Werni. Hi. Was werden wir heute machen? Was ist heute angedacht? Zack. Wir haben ja die Anlage gestern das letzte Mal sauber runtergefahren. Und es funktioniert ja soweit fast alles. Wir hatten zuletzt hier die Blockstellen eingebaut für den Rest der Strecke. Und jetzt kommt halt als nächster Punkt dran der Abzweig für unsere Güterlok. No? Denn der Spieler soll ja mit seiner Lok hier vom Hauptbahnhof aus einem Güterbereich losfahren und dann eben die Sachen an die Strecke bringen und dort abholen. Vorsicht am Zug, Bahnsteig fährt ab. Genau. Darauf ein Schluck vom Heißgetränk. So. Und da geht's jetzt, oder sind wir endlich so weit, dass wir hier am Hauptbahnhof den Abzweig für die Güterbahn reinsetzen können. Und da schauen wir uns die Stelle aber dann gleich nochmal an, wie das hier aussieht. Das ist das südliche Ende. Da fahren also nur die Züge auf der Fernstrecke. Also die Züge, die durchfahren. Und hier haben wir es. Zack, wir müssten hier und hier ein Gleis rausnehmen, damit wir eben hier lang den Abzweig einbauen können. Schauen wir mal, ob das geht. Gut, hier geht's nicht. Da müssten wir noch das Signal hier ein bisschen verschieben. Das ist ja soweit keine Affäre. So. Und so. Müssen wir eventuell noch das Vorsignal näher ranholen. Jo. Sieht so aus. Das heißt, ein kleines bisschen werden wir das hier noch wegschieben müssen. Denn ich kann keine Gleise löschen, auf denen Kontaktpunkte sind, beziehungsweise an denen Signale sind. Gehört der davor? Der setzt das auf Halt. Das heißt, der muss also kurz dahinter sein. So. Ja. Jawohl, jetzt kann ich das Gleis hier rausnehmen. Und zack, 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 wie immer, wenn man das Spiel einmal neu anschmeißt, den Gleisstil richtig auswählen. Das ist die 1435 Volt 3D. Okay. Ja. So, wir haben hier das erste Gleis und zack, wie war denn das? Gleisobjekte. Hier rechts, links, nein, Doppelkreuz, nein. Die waren unter sonstige. Die Doppelkreuz weichen hier. Und warte mal, welche nehmen wir denn da? Sind ja alle 1 zu 9. 190 Meter ist, glaube ich, die kürzere. Ja. Ja. Die setzen wir
Hieran. Zack, jawohl. Na, dann können wir. Zack, zack. Diese Gleislücke. Na, komm schon. Schon mal schließen. Ja. So. Und hier kommt jetzt eine einfache Weiche hin. Warte mal, wie sieht denn das aus, wenn wir das hier versuchen zu schließen? So und so. Oh, das sieht doch gut aus. Grüß dich, Dragula. Das sieht nicht so gut aus. Das sieht nicht so gut aus. Da müssen wir ihm hier noch ein bisschen mehr Raum geben. Ja. Da ist aber auch hier schon okay, das Signal davor. Das heißt, das müssen wir. Ups. Das muss ein bisschen Platz machen. Zusammen mit den Kontaktpunkten. So, und dann kann ich dieses Gleis hier verkürzen. Nehmen wir mal 20 Meter. Dann hängen wir da. Na? 10 Meter weicher ran und dann schauen wir mal, wie das dann da mit der Verbindung aussieht. Ob das nicht schon zu viel ist oder ob das passt. Na, das lässt sich doch. Lässt sich doch ganz gut an. Na, und die andere Gleislücke werden wir auch noch schließen. Von hier auch an die Weiche ran, die jetzt natürlich die Weichenlaterne auf der falschen Seite hat. Aber hopp. Das ist der Bogen. Und das geht gerade. Da sollten wir jetzt richtig hinbiegen, indem wir erst hier die gerade Stecke ranhängen. So. Ja. Ups. Den Abzweig. Holla die Waldfee, was habe ich denn da gemacht? Auf jeden Fall ist aber jetzt die Weiche auf der richtigen Seite. Sag ich mal. Muss ich denn so? Schauen wir das mal. Komm schon, dreh dich. So. Dass der so ran muss. Zack. Und dann. Nee, der ist ja dann hier. So. Und so. Aber das passt ja jetzt hier auch nicht, ne? Sage mal. Ne, sage mal. Dann schauen wir doch mal, ob wir das so zumachen können. Von hier. Na da. Ja, sieht anständig aus. Ja, und dann lassen wir auch hier von hier nach da. Das war es, glaube ich, nicht. So, machen wir das dann doch mal per Hand. So.
So. Ja, jetzt habe ich hier schön die Strecke, ja, dass ich mit dem ankommenden Güterzug hier nach links rauskomme, ne, und mit dem rausfahrenden Güterzug hier auf das linke Gleis gehe. Endlich aus dem Horst raus. Okay, ja, F5 reicht unter Umständen nicht, um den aus dem Horst rauszukommen. Sorry, Costa-Fan. Tut mir leid, aber haben wir alle was dazu gelernt. Danke. So wie es aussieht, sollte man die Doppelkreuzweiche auch drehen? Hm. Ja, oder ich habe eine Version erwischt, wo die Weiche links ist oder die Laterne links ist. Das ist mir auch schon immer wieder mal passiert. Denn stimmt ja, die Weichenlaterne müsste ja in Fahrtrichtung auf der rechten Seite sein, ne? Schauen wir mal, was wir da drehen können. Objekteigenschaften. Okay, kann ich hier nichts einstellen? Ja. Zack, bitte wieder. Wieso? Einmal angefasst. Ja, ich habe das Programm schon eine Weile nicht mehr angefasst. Ich merke es. Ja. So. Wieso das? Ach, Kinders. Ja. Einmal angefasst, schon hat man hier stundenlang Vergnügen. Du meinst also, die Weiche so rumdrehen, dass man die auf der anderen Seite hat? Okay, schauen wir mal, dass es dann hier richtig ranpasst. So. Und dann so. Ja. So sollte das jetzt besser aussehen. Zack. Mit dem Gizmo dreht es sich am leichtesten. Ja, ich bin mit dem Gizmo nicht so vertraut. Ja. Aber ich denke mal, jetzt passt das, ne? Dass die Weichenlaterne auch auf der richtigen Seite ist und die Weiche halt zum Beispiel so geschaltet werden muss, dass ein Zug hier geradeaus durchfährt. Ne? Sehr gut, wunderbar, danke. Ja, ne, sieht auch von den Gleisradien hier ganz schön aus. Passt also soweit. Ja, dann wollen wir nur sehen, was wir hier mit den Signalen machen. Gut, das ist ja hier sowieso nur zum Auffangen für die Blockstelle. Also soweit ganz gut. Die könnten eigentlich so stehen bleiben. Ja. Und jetzt können wir schon anfangen, diese beiden Weichen mit Kontaktpunkten zu beschalten. Ja. Denn hier die Weiche 178. Diese Weiche hier. Ja. Muss normalerweise Fahrtrichtung 1 auf Fahrt für alles, was da ankommt, außer für den Spieler. Ja, für den muss die auf Abzweig gesetzt werden, dass der hier rausdonnert. Das wäre das schon mal so einfach. Ja. Und die
DKW. Die muss gesetzt werden für den Güterzug. Zack. Muss die so stehen. Oh, das heißt, sie steht von geradeaus, von rechts nach links. No. Und zack, nicht für Weiche 187, das ist die falsche. Nämlich für 186 muss er mir ja den Kontaktpunkt setzen. Für 186, okay, Richtung 1. Für den Spieler geradeaus von rechts nach links war das, ne? So, ups. Na komm schon, zeig's mir. Zeig's mir! Geradeaus von rechts nach links. Na, so sollte jetzt also der Spielerzug hier rausfahren in den Güterbereich. Entschuldigt. Dann für die Züge, die hier aus dem Bahnhof rausfahren, also die Nahverkehrszüge und die Fernzüge, muss die Weiche stehen auf. So. Na, geradeaus von links nach rechts. Sollte das sein. Geradeaus von links nach rechts. Richtig. Also für diese Weiche den Kontaktpunkt kann man gleich hier hinsetzen. Richtung 1. Für alles, was da kommt, geradeaus von links nach rechts. Muss nur in der Gegenrichtung sein. So. Das haben wir. Ja. Und das Einzige, was wir jetzt noch machen müssen, für die Güterzüge, die aus dem Güterabschnitt kommen, da muss die Weiche dann stehen auf. Hölle, Hölle, Hölle. So. Ja, von rechts nach rechts. Damit er in die richtige Richtung dann auch rausfährt. Dazu hängen wir hier aber erstmal ein Stück Gleis ran. Das reicht natürlich hier gefährlich nah heran an das. Deswegen kürzen wir das mal ein bisschen ein und geben dem auch mal eine leichte Kurve. Was haltet ihr von 15 Grad? Das sieht schon mal ganz gut aus, ne? Dass ich hier so halbwegs parallel dann dazu bin. Hängen wir da mal noch ein Gleis ran. Wie das dann optisch aussieht. Ne? Ja. Ne, und das kann ich dann hier in den Güterbereich verzweigen. Und die Kurve. 15 Grad Abweichung, 15 Grad Krümmung auf 30 Meter Länge ist zwar ein ziemlich harter Radius, ja, aber ich bin ja hier mit kurzen Loks und kurzen Wagen unterwegs. Ich kriege hier die Charakteristik des Gleises angezeigt nach Winkel und Länge und Biegung. Ne? Also ich habe einen Winkel von 15 Grad und die Schiene ist 30 Meter lang. Wenn ich mir das anders anzeigen lasse, dann wird mir zum Beispiel eben der Kurvenradius angezeigt. Ne? Hier habe ich einen 15 Grad Winkel und einen Radius von über 100 Metern, 115 Metern. Das geht also noch. Ne? Da werden mir nicht gleich die richtigen Eisenbahner auf den Kopf steigen und sagen, oh, bei dem engen Kurvenradius würden die ja alle Wagen aus den Gleisen springen. Ne? Soweit. So gut. Tutelut, tutut. Ne? So, dann muss hier natürlich noch ein Signal ran, mit dem ich den Güterzug dann hier auch reinfahren lasse. Und da das ein Signal ist, das vom Spieler gesteuert wird, ist das ein Formsignal. Und dann habe ich, glaube ich, immer die hier genommen. So.
komm schon. Lass dich hier einmal umdrehen, das Vorsignal. So. Vorsignal können wir noch ein bisschen wegrücken. Halteabstand, sagen wir mal 6 Meter. Okay. Na, schauen wir uns das mal an. Steht schon ein bisschen um die Kurve rum. Ich hätte nichts dagegen, dass das hier auf dem geraden Teil erst steht. Ne? Ich denke mal, das hat was. Lass uns da ein bisschen Platz lassen. Und dieses Signal, zack, wird natürlich bei Überfahrt, egal in welche Richtung, auf Halt gestellt. Ja. Egal, ob der Güterzug jetzt reinkommt oder rausfährt, es wird danach auf Halt gestellt. Das ist es soweit erstmal. Ja. Okay, und wo haben wir unseren Güterzug? Der steht, jawohl, hier im Bahnhof 2. Haha, ist schon in die richtige Richtung unterwegs. Das heißt, wir testen das mal an. Na, nochmal prüfen, ist das HP01 Form ohne Vorsignal, aber PL5, jawohl. Ja. So, ich hätte das natürlich auch ohne Vorsignal nehmen können, das Ding. Gut. Aber der Spieler muss die Weichen selber stellen. Das heißt, die Doppelkreuzungsweiche steht richtig. Die hier muss noch auf Durchfahrt gestellt werden, von rechts nach links. Und die hier muss gestellt werden auf, komm schon, rechts nach rechts, ne, damit er hier auf das Gleis rausgeht. Ja, in den Rückspiegel geschaut, ne, Radfahrerblick. Kommen keine anderen Züge. Dann können wir hier schon mal die Fahrt freigeben und losdampfen. Schubidu, ja, mit der Kamera mitfahren. So. Jawollo, so gehört sich das. Ja. Und dann ganz genüsslich die Strecke einmal durchtackertuckern. Entschuldigt.
So Leute, entschuldigt, da bin ich wieder. Aber wenn Mama anruft, na, bleibt alles andere stehen und liegen. Ne? Klare Sache. So, Ton wieder da, Bild wieder da, hoffe ich. Ne? Sieht jedenfalls so aus. Ach, okay. Oh. Tut mir leid, aber wie gesagt. Oh. Dann schauen wir mal. Sehr schön, freut mich. Vor allen Dingen, dass ihr auch wieder da seid. Oh. Zawup. Und dann donnert er hier durch. Jawohl, oder? Und bleibt am Gleisende stehen. So wie sich das gehört für einen Zug. No? Und da ist mir auch gleich eine Sache aufgefallen, die wir noch machen müssen. Nämlich das Einfahrsignal hier. No? Das muss wieder auf Fahrt gestellt werden, wenn der Güterzug hier durch ist. No? Das müssen wir also noch machen. Und das ist ja immer auch der Sinn von solchen Tests, dass man das halt, solche Sachen halt mitkriegt. Also für dieses Signal brauchen wir noch einen Kontaktpunkt. Und zwar hier in Richtung, ne, das ist die für den Spieler, der das Einfahrsignal für den Bahnhof auf Fahrt setzt. Und das soll ausgelöst werden am Zugschluss. No. Zack. No. Damit hätten wir das Signal dann hier wieder auf Fahrt und alles ist so schön mit Vollgas ans Gleisende. Genau. Naja, das ist ja halt hier eine Simulation. Ne? Da kann man sowas schon mal machen. So, jetzt müssen wir nur überlegen, was wir hier brauchen und wie wir das am besten machen. Das heißt, wir sollten jetzt auch gleich mal testen, wie es aussieht, wenn der Zug rückwärts. Op. Wenn der Zug rückwärts rausfährt. Und da habe ich nämlich, glaube ich, schon den ersten Punkt, den wir noch machen müssen. Erstmal wollte ich ja das Signal hier austauschen gegen eins. Gegen die Variante ohne Vorsignal. Zack, zack, zack. Das kann ich auch direkt hier rüber machen in der 3D-Ansicht. Signale, Hauptsignale. AP01 Form. PL05 ohne Vorsignal. No, ausgewählt und dann sollte ich das hier in der Liste haben als, na, komm hier erstmal. Ich will das nirgendwo hinsetzen. Ich will den hier austauschen. Na, also, setzen wir den halt mal hin, damit du zufrieden bist. Wieso kann ich den jetzt nicht auswählen? So. Und weg damit. Und so, und jetzt habe ich hier Tausche gegen Signal ohne Vorsignal. Und damit ist das schon mal weg. Der Weichenkontaktpunkt fehlt. Richtig. Richtig gesehen, Werni. So. Ich ziehe mir das Vorsignal mal wieder dann richtig schön hier ran. No. Die Doppelkreuzungsweiche muss für den Güterzug, wenn er hier rausfährt, halt auch geschaltet werden auf Perspektive hindrehen und den Publikum schwindlig machen. So rum. Ja. Muss die Weiche dann stehen. Und das ist rechts nach rechts. So, zack, zack, zack und Richtung 2, von rechts nach rechts. Sieht gut aus.
Ja. Sodass, wenn der Zug jetzt rausfährt, na, so. Er erstens mal am Signal stehen bleibt. Und wenn ich das Signal auf Fahrt gebe, dann, naja, ja, geht er hier richtig raus auf die Strecke. So wie sich das gehört. So. Können wir ein bisschen schneller hier. So. Und da können wir ihn erstmal stehen lassen. No. Ich sagte stehen lassen. No. Wir müssen jetzt hier nur die Blockstelle wieder freigeben. Okay, der steht jetzt erstmal so, dass er hier vom falschen Gleis kommt. Das ist ja nicht so verkehrt. Aber jetzt müssen wir uns ein bisschen Gedanken machen, wie wir jetzt hier diesen Bereich gestalten. Denn da werde ich eine Gleisharfe brauchen, denke ich. Denn hier müssen ja jetzt die Gleise abzweigen, wo ich die leeren Güterwagen oder wo ich die Güterwagen abstelle, wo ich Güterwagen abhole, wo ich die Lok umsetzen kann und so eine Sachen. Das muss ja erstmal hier hin. Und ich überlege, wenn wir hier erstmal ein Parallelgleis hinmachen, sodass man hier die Lok umsetzen kann und dahinter dann die Gleisharfe, dass das Ganze in einen Schuppen geht. No. So. Nehmen wir hier erstmal eine Weiche ran mit. Obwohl, den können wir auch hier als Gleiskombination bauen. Ja, bitte speichern. Nehmen wir wieder einen Hosenträger. Das finde ich hier am sympathischsten. Grad, Radius 100. Er nimmt dann sowieso die kleinsten Zahlen. So. Und dann bauen wir den hier ran. Schauen wir mal, hängt er sich so ran? Nee, macht er nicht. Das heißt, wir müssen den dann Stück für Stück hier ransetzen. So. Ich habe das noch nicht ganz rausgekriegt, wie das. Halt mal so rum, ist er ja richtig. Das ist ja dann der Gerade. Und der hier sollte dann auch schon mal richtig sein. So. Dann kommt, warte mal, ich baue mir hier noch, ja, der legt mir hier immer noch eine, na, so rum, 20 Meter Schiene hin, damit ich nachher die Weichen drehen kann. Das ist der Gerade. Okay, der kommt da direkt dran, das heißt, es kommt so rum und dann muss ich die Weiche umdrehen. Das mache ich einfach, indem ich ein Gleis ransetze und die Weiche dann am anderen Ende ansetze. So, jetzt sollten wir dieses Stück so ransetzen. Dann sollte auch die Weichenlaterne auf der richtigen Seite sein, nämlich außen. Sehr schön. So. Dann kommt hier in der Mitte die Gerade rein.
und die Kurve gegenüber. Die muss nur einmal in die andere Richtung gebogen werden. So, dann habe ich nämlich hier die Weiche, die ich ransetzen kann. Und mache dann wieder den Trick, Gleis ransetzen und die Weiche dann an dieses Gleis anschließen, damit sie umgekehrt eben dran ist. Ja. Und schließlich dann schwupp hier die Gerade ran. Da ist jetzt aber die Weichenlaterne auf der falschen Seite. Ja, deswegen müssen wir das hier nochmal machen. Hier das wieder umdrehen, die Biegung rein. Und dann erst die Gerade ran. So. Und dann den Abzweig ran. So. Und dann setzt er die Weichenlaterne immer noch auf die falsche Seite. Hier müssen wir das Ganze nochmal. Vielleicht nochmal ein bisschen extremer verdrehen. Das Ganze. Damit da klar ist. Zack. Und zack. Jetzt ist die Weichenlaterne außen. Ja. So wie sich das gehört, so wie man das gerne hat. So, dann kommt hier das Gleis ran und hier wieder die Weiche. Erstmal verkehrt rum. Dann wieder mit dem Trick umgedreht. So. Und so. Und wenn wir Glück haben, haben wir hier dann auch gleich die Weichenlaterne auf der richtigen Seite. Jawollo. Ja, das sieht doch jetzt schön aus. Schöner Hosenträger, den wir jetzt hier haben. Ja, der kann sich doch sehen lassen. Ja, durch den Hosenträger haben wir hier nämlich einfach nochmal ein Gleis, was hier abzweigt, irgendwo hingehen kann zu einem Güterstück, ne, Güteranschluss, wo wir nochmal Sachen hinbringen und abholen können. Und die beiden Gleise hier, die gehen dann eben in den eigentlichen Güterbereich, wo wir aber hier erstmal einen normalen Güterschuppen haben und dann hier auf dem Parallelgleis eben die Lok umsetzen können und dahinter kommt dann ein zweiter Hosenträger. Und dann geht ein Gleis rein in eine Gleisharfe, wo man dann die Güterwagen abstellt und wo der Lokschuppen hinkommt für unsere kleine Diesellok und so weiter. Dass das Ganze schön aussieht. Wir schauen mal, was wir an anderen Orten haben. Hier haben wir das Lagerhaus als Gleisanschluss. Hier haben wir noch nichts. Ja, wir müssen ja auch noch unsere vorbereitete Strecke für den Sägewerksablauf, das müssen wir ja dann auch noch umstellen. Ja. Und Bahnhof Uhlstedt, da haben wir hier diesen kleinen Güterschuppen, der eigentlich ein Bahnhof ist, aber ich nutze den hier einfach mal als Güterschuppen. Und wir schauen mal, ob wir hier was finden, was da auch passend aussieht. Ich würde aber hier erstmal einfach, hoppala, einfach nochmal so aus Prinzip 10 Meter Gleis ranhängen und dann mal schauen, was wir hier an Immobilien haben. Drehscheibe, Schiebebühnen, da fängt nichts an. Betriebswerke. Schauen wir mal, was er da anbietet. Ja, Treppenkohlenbunker links.
Hier so eine SBW-Halle, das wäre zum Beispiel eine Sache, dass wir da halt die Güterwagen reinschieben und rausholen und das Ganze eben schön versteckt, ne, damit man unsere Geisterlok nicht sieht. Oh. Oh, hier haben wir einen schönen Lokschuppen. Gut, das ist ein moderner. Oh, ach, Schlackergrube. Und hier ist auch so ein schönen, einfachen, klassischen Lokschuppen. Oh, das ist nichts. Industrieanschlüsse. Hier haben wir halt die Sachen, die großen Rohre. Dann hier die Laderampen. Das wäre etwas, dass man hier so eine Laderampe nimmt. Mal schauen, wie schaut sowas aus. Das ist eine eingleisige. Aber als Endgleis. Das wäre es also nicht. 2a, 2b. Sieht genauso aus. 3a. Das wäre dann sowas. Auch ein Endgleis. Okay, das ist aber nicht das, was ich will. 1a. Okay, das sieht mir auch nach Endgleis aus. 4a. Das sieht mir nach was aus? Nach einer Laderampe, einer schönen. No, die dürfte auch lang genug sein. Wir haben ja meistens nur zwei Güterwagen dran. Das wäre eine Sache, die man da nehmen kann. Güterabfertigung Susendorf, das ist ein bisschen klein. Kranbrücke ist noch was ganz anderes. Danikol haben wir ja verbaut. Ladestraße, Lagerhaus kennen wir ja schon. Pumpwerk, dann haben wir hier die Rohre. Schwertransportrampe. Warte mal, wir können auch hier noch sagen, genau, ihr sollt mir doch bitte auch noch die alten Modelle anzeigen. Da haben wir doch noch ein bisschen mehr. Das Verladehaus von der Zeche ist ein bisschen groß. Ja, haben wir hier noch was? Kranbrücke, Lanikohl, Ladestraße, Lagerhaus. Bogen, okay, das wäre das, was man in der Rubrik hat. Brückentunnel, Bahnhof, Güterabfertigungen, was haben wir da? Hier, große Bahnhofshalle, Güterabfertigung Wiesenthal, das wäre dann zum Beispiel eine Sache, die man irgendwo auf der Anlage einsetzt als Güterabzweig. No. Dann Frachtdepot, amerikanisches Bahnbetrieb, Gusswerk, das wäre. Ja, das könnte man auch irgendwo an der Strecke ansetzen, vor allen Dingen, weil man da ja die Einfahrt quasi noch hat hier. Ja, hier kommt man mit der Strecke rein. Das könnte man zum Beispiel auch als Lokschuppen hier nehmen. No, für unsere Diesellok. Können wir auch erstmal übrig behalten. Güterbahnhof Gusswerk. Oh, okay, das ist ein einfacher Schuppen. Der sieht mir ein bisschen kurz aus, ein bisschen klein. Ja. Das ist nicht so das, was ich hier haben möchte. Ups. Das ist er doch, ne? Jawohl. Abbrechen und löschen. Lokschuppenkraftwerk. Das ist auch ein schöner kleiner Lokschuppen. Engine House. Okay. Ja. Schauen wir mal, was wir hier unter sonstige noch haben. Okay, da ist aber nichts so weit. Wir können. Entschuldigt, dann auch nochmal gucken, was wir bei den Immobilien haben. Wobei, ich finde das erstmal ganz hübsch, hier die Rampe ranzuhängen.
Die ist ja auch mit Sicherheit erstmal lang genug und da können wir daneben gegebenenfalls noch ein Lagerhaus oder so daneben stellen. Ja. Das passt dann, denke ich, erstmal, dass wir das so machen. Ja. Dass wir nämlich hier quasi dieses Gelände zwischen den Bahnsteigen und dem Bahnhof hier nutzen für die Güterabfertigung hier. Ja. Und von der Länge her passt das ja auch. Hoffe ich jedenfalls. Wir testen das gleich mal aus. Ob der hier auch lang genug ist, ne? Dass wir unsere Diesellok hier ranstellen können. Zack, 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 zack. Die sollte ja jetzt wieder hier glatt durchkommen. Geradeaus durchfahren. Dann zack, jawohl. Ja, also mit zwei Güterwagen passt das hier auf alle Fälle ran. Ja. Grüß dich, Mr. Papaya. Hi. Ja. Das passt also soweit. Da könnten wir sogar noch hier die 10 Meter Gleis rausnehmen, dass das nicht zu lang wird. Wow. Denn für die zwei Wagen, mit denen wir hier eigentlich standardmäßig immer unterwegs sind, reicht die Länge dieser Rampe hier auf jeden Fall. No? Ach, grüß dich, Dragula, hi. Nee, Dragula ist doch schon lange da. Also, ja, grüßt euch mal schön alle gegenseitig. Ich grüße euch auch. Ach, ja. No? Okay, setzen wir die Lok mal wieder ein bisschen zurück. So, dann können wir das hier so machen, dass wir zack dieses kurze Stück hier rausnehmen, die Rampe hier richtig dann gleich an die Weiche ranhängen, das Ganze nochmal abspeichern so. Und dann einen zweiten Hosenträger hier ranschließen. Zack, so, Daten hat er sich gemerkt und den bauen wir jetzt genauso zusammen, wie wir den ersten hier schon hatten. Komm, füg ein. Na, da haben wir dann auch unser längeres Gleis. Das heißt, ich schnappe mir erstmal die Weiche hier, hänge die hier ran. Das lange gerade Stück. Häng das daran. Schnapp mir die erste Kurve, häng die daran. Damit ist die erste Weiche schon mal richtig, dass sie auch mit der Weichenlaterne nach außen dasteht. Dann kommt die gegenüberliegende Weiche und da hole ich mir dann auch schon mal das Gleis. So, wird rangehängt und umgedreht. So. Dann zack, wenn wir es richtig machen, ist dann die Weichenlaterne auch gleich auf der richtigen Seite. Jawohl, außen, das ist sehr schön. So. Kommt hier dann das gerade Stück ran und das Stück, was eigentlich dann der krumme Anschluss ist und schwupp. Und dann wird auch diese Weiche wieder umgedreht. So, so rum, nee. Zeig mal, wo hängst du? So rum. Jawohl. Die Weiche umgedreht. Und dann können wir auch hier den hier erstmal wegnehmen.
Häng das gerade Teilstück ran. Na, das war nix. Das machen wir mal rückgängig. So. Minus. Jawollo. Wenn ich jetzt die Weiche hier ranhänge oder dieses Gleis reinhänge, zack. Okay, habe ich wieder das Problem, dass die Weichenlaterne auf der falschen Seite ist. Ja, das heißt, hier erstmal wieder ein bisschen rumgetrickst und die Logik hier überzeugt, die Weichenlaterne auf die richtige Seite zu setzen. Erstmal das gerade Stück anschließen und dann den Abzweig. Und jetzt sitzt auch die Weichenlaterne auf der richtigen Seite. Sehr schön. So. Dann hole ich mir hier die letzte Weiche runter, drehe sie wieder mit dem bekannten Trick. Na, jawohl. So. Und schauen wir mal. Jawohl, hier packt er die auch gleich auf die richtige Seite. Und dann kommt hier noch, zack, das letzte Stück rein. Und schwuppdiwupp habe ich hier den Hosenträger. Ups, da habe ich offensichtlich das Gleis mit dem Lokschuppen dran genommen. Ist ja soweit keine Affäre. Ja, und dann können wir, wir können hier zwischen zum Beispiel dann auch ruhig mal eine Ladestraße ranhängen. Dass das Ganze ein bisschen interessanter aussieht. Industrieanschlüsse. Ladestraße hier, sowas. Ist das jetzt so rum? Nein, das muss genau andersrum. So, zack. Und noch eine. Und das ist hier. Okay, das war das Gleis. Das heißt, ich kann hier noch eine Ladestraße ranhängen. So. Und dann diese Gleislücke hier schließen lassen. Was? Eins, zwei. Ist so nicht möglich. Erzähl mir nichts. Das geht doch. So. Oh. Wieso baust du den fertigen Hosenträger neu auf? Ich kann. Verni, das habe ich bisher nicht hingekriegt. Den Hosenträger direkt andocken. Ich weiß nicht wie, ich habe es bisher nicht hingekriegt. Ja. Ja. Wie gesagt, ich habe das bisher nicht hingekriegt. Diese Gleiskombinationen richtig anzudocken. Hat sich mir nicht so richtig erschlossen, wie das klappt. Ja. Jo, der sieht doch aber hier soweit schon mal ganz gut aus. Ich weiß nicht, was für ein Trick dabei ist, Verni. Dass das bisher bei mir nie geklappt hat. Ja. So, wir können mal gucken bei den Immobilien, bei den Lagerhäusern. Ob wir da was Hübsches haben. Lassen wir die alten Modelle auch mal mit anzeigen. Und so. Da haben wir Tanklager, Hafenlager. Das wäre sowas. Die schauen wir mal. Das können wir uns mal quasi so
plock, dahin platzieren. Etagenteil, das ist alles hier dann so im Eigenbau und zum Zusammenstellen noch. Hafenlagerbüro. Das ist mit Schilder, das ist ohne Schilder. Und mit einer Uhr dran. HT-Lagerhaus. Okay, das ist noch was anderes. Das hat seine eigene Rampe. Eher LKW. Lagerhalle. Lagerhalle. Okay, das ist so mehr oder weniger Lagerhaus 1. Lagerhaus 2, das kennen wir schon. Lagerhaus 3. Oh, ein bisschen groß. Okay. Und Sodalager. Ja. Da ist hier, finde ich, nicht so richtig was dabei. Obwohl das hier, das Hafenlager, das sieht natürlich gut aus. Das ist natürlich nur zu niedrig für die Rampe. Ja. Du musst darauf achten, dass du am weichen Antrieb ein Andockgleis hast, das in die gleiche Richtung wie der Antrieb verlegt ist. Und dann mit gedrückter Shift-Taste andocken. Ah, okay. Können wir gleich mal probieren, beziehungsweise austesten, weil ich ja hier noch eine Gleisharfe ranhängen will. Ja. Aber erstmal zuschauen, dass ob und wie wir hier die das Hafenlager da mal randrehen. Ich muss ja den Winkel hier mitkriegen, deswegen schaue ich mir erstmal am Gleis an, welchen Winkel das hat, wie das orientiert ist. Kopieren wir das einfach raus. Und kann dann auf die Immobilie gehen und die genauso ausrichten. So. Ja. Die ist jetzt aber genau ein Vielfaches von 90 Grad hier verdreht. Ja. Und das kann ich einfach mit einem Doppelklick hier hindrehen. Ja. Und jetzt ist es so, dass ich sie recht gut hier ranschieben kann. Das können wir im Dingsmodus machen. Na, dass wir sie hier ranschieben. Und halt die Rampe, die das Lagerhaus sowieso hat, quasi hier drunter dann verstecken. Jups. Ja. So, ja, dann sieht das so aus, als ob die Tore hier und die Tür und so weiter dann auch abschließen. Ist nur blöd, dass man jetzt hier von der anderen Seite keinen Eingang hat, aber da müssen halt alle auf die Rampe raus und von der einen Seite in das Lagerhaus rein. Ist ja soweit okay. Entschuldigt, ne? Soweit. So gut, erstmal. Und dann können wir hier, denke ich mal, haben wir da noch ein bisschen Platz. Da haben wir noch ein bisschen Platz. Das sollte reichen. Ist zwar hier so die Ecke der Anlage, in die man ja nicht gerne reinbaut, aber na. So, zack. Dann, 15 Grad hatten wir hier. Und das von der Weiche. Das sind 6,8, die dann noch dazukommen müssten. So, das heißt, wir hängen hier dann auch noch einfach mal
ja, 60 Meter ran zum Rangieren quasi, zum Ausziehen von Zügen etc. Und dann kommen 40 Meter mit 15, 22 Grad. Ist das die richtige Richtung? Nee, das ist die falsche Richtung. Minus 22 Grad. Obwohl das ja schon, nee, das ist auch zu viel. Minus 15 Grad ist ein bisschen wenig. Minus 18, auch ein bisschen wenig. Minus 21. Wobei das eigentlich auch. Okay, so, dann zack, hängen wir hier mal eine Gleisharfe ran. Wieder mal meine typischen Werte. So. Und ich will die aber nicht. Schauen wir mal. So. Okay, die geht jetzt zum Bahnhof hin auf. Das wäre was. Eine Gleisharfe braucht viel Platz. So, du sagtest jetzt, am Weichenantrieb ein Andockgleis hast. Das wäre also hier. Also in die gleiche Richtung, wie der Antrieb verlegt ist. So rum, das müsste also passen. Und dann mit gedrückter Shift-Taste. Sieht irgendwie nicht erfolgreich aus, oder? Ah, okay. Nee, jetzt hängt das hier sauber dran. Süßer. Ja. So rum funktioniert das also. No, jetzt habe ich hier eine Gleisharfe mit vier Gleisen. Und daran können wir dann zum Beispiel ranhängen. Hier doch, speichern bitte. Das war die SBW-Halle. Oh. SBW. SBW-Halle kurz. Ja, so kurz ist die gar nicht. Aber beziehungsweise zack. Ist das dann überhaupt der Gleisabstand? 4,5 Meter? Hehe. Bingo, ja. Nur der Gleisabstand bei der SBW-Halle ist natürlich größer. Das heißt, wir müssten die Gleisharfe hier neu aufbauen. Dass man hier alles. Das ist das Stück. Okay. So. Dass man hier alles weglöschen. Werni, hast du zufällig im Kopf, wie groß der Gleisabstand ist bei der SBW-Halle? Das wäre jetzt nämlich hilfreich. Wenn ich die Dings neu einfüge. Steht da was in den Modelleigenschaften drin? Nee. Der Gleisabstand hier sind ja größer als 4,5 Meter. So, minus 90 drehen wir uns das mal senkrecht. Nee, hast du auch noch nicht verbaut. Okay. Dann versuchen wir das mal rauszukriegen. Ich habe ja hier unten wunderbar Koordinatenanzeige.
wenn ich hier auf den zeige 115, 114. Also hier 100, 115,92. Und hier bin ich auf 109,96. 115, 109 sind 6,92 Meter. Warte mal. 109,92. 6 Meter. 6 Meter wäre ich bei 115 und dem. Oh, 6 Meter Gleisabstand sieht doch erstmal gut aus. Ja. Also, arbeiten, Gleiskombinationen. Man sollte natürlich auch im Gleiseditor sein. Gleisharfe. Und dann den Gleisabstand auf 6 Meter setzen. Bei sonst gleichen Werten. Oh. So. Oh, so habe ich mir das Ganze hier hingeschoben. Jetzt habe ich hier, packe ich dann das Ganze am Weichenantrieb an. Und jawohl, da sehe ich schon. Ja, dass er das randreht. So, 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 so. Draußen klicken. Jo, und dann hat das rangehängt. Das sieht nicht ganz sauber aus. Das machen wir also nochmal rückgängig und nochmal von vorne. Bauarbeiten, Gleiskombination, Gleisharfe. So wie ist. Oh. Weichenantrieb mit Andockgleis, Shift-Taste. Plopp. So. Das sieht besser aus. Das sieht besser aus. No. Dann schauen wir gleich mal, dass wir die Halle hier hinten ranhängen, ob das dann mit dem Gleisabstand auch hinhaut. Sieht gut aus. Sieht gut aus. Ja, ist nur. Entschuldigt. Ja, ist jetzt nur genau falsch rum. Ist aber kein Problem. Wie wir das Ding drehen, wissen wir ja. Ja, wir hängen hier ein Gleis ran. So. Und dann. Schwupp. Okay. Soweit zu schwupp. Ja. So rum. Das heißt, wir müssen es dann daran hängen. Und so rum. Oh, jetzt hängt es hoffentlich in der richtigen Richtung. Jo. No. Sieht soweit gut aus. Ja. Das Hinterteil der Halle, das lassen wir einfach im Gelände verschwinden. No, dass das alles schön, schön versteckt ist. Und ja, man könnte hier nochmal so 10, 15 Meter Gleis dazwischen legen. No. Dass das dann besser aussieht. So, machen wir das mal. 20 Meter. So, hier ran. Und dann vervielfältige nach rechts. Im Abstand von 6 Metern. Plopp, plopp, plopp. Genau. No. Und einmal noch extra, weil wir das dann wieder benutzen, um die Sache hier dann umzudrehen. Oh. Oh. Halt, so können wir es ja schon machen. So, und
So rum. Ja. Zack. Oh, jetzt sieht das hier auch ein bisschen schöner aus, dass wir hier noch ein bisschen Abstand davor haben. Ja, und das wäre also dann der Bereich, wo wir halt die Güterwagen abliefern und abholen. Ne? Hm, ja, habe ich. Ja, so haben wir es ja gemacht. Sehr schön. Okay. Das gefällt mir soweit. Das speichern wir mal ab. Ja. Und ja, okay, das ist natürlich hier ein ganzes, eigentlich ein ganzes Stück weit weg vom, vom Dings, aber das soll mich erstmal nicht weiter stören. Und wir haben ja dann hier noch den zweiten Abzweig aus dem Hosenträger. Ja, und da hängen wir dann, zack, unseren kleinen Lokschuppen ran. mit dem kurzen Abstellgleis. So. Das sieht doch soweit schön aus. So. Okay, das Schildgusswerk hier. No. Können wir mal so lassen. Und jetzt können wir zum Beispiel no, mit der Lok hier. Hoppala, habe ich die jetzt hingeschoben? Ja. So. Können wir hier also vorfahren? Dann stehen bleiben an der Lok hinten abkuppeln. Ja, mit der Lok dann ein Stück vorziehen. Hier die Kupplung bereithalten. Hier auch erstmal beide Kupplungen bereithalten. No, dann mit der Lok das Gleis wechseln. Die Weiche für den Hosenträger umstellen. Zack. Die Lok kehren lassen. No, jetzt können wir also hier schon die Manöver fahren, die wir hier auch brauchen. Und wieder die Fahrtrichtung wechseln. So, hier geht es dann geradeaus. Der wird aufgeschnitten. Sehr schön. Zack. Jawohl. Zugbremse ist aktiv. Ist okay. Können wir die zum Beispiel, jawohl, hier geht er geradeaus. No, können wir die Tür hin, die Türen hier schon mal aufmachen. No, die quietschen auch schön. Oh. Hoppdiwupp. Jawohl, da kommt unsere Lok hier langsam angeschoben.
kann die Wagen hier dann abliefern. Zack. Oh, da ist noch ein bisschen, da ist noch ein bisschen Versatz drin. So ganz habe ich hier den Gleisabstand nicht getroffen, so wie es aussieht. Oh. Aber wollen wir erstmal nicht stören. So. Ja. An der Lok, zack, ja, abhängen und wupp, vorwärts. Naja, also ganz ist der Gleisabstand hier nicht richtig. Okay, das sieht man hier ja auch. Ja. Aber jetzt könnten die Wagen zum Beispiel von der Geisterlok abgeholt werden. So wie wir das ja schon mal für den Sägewerkablauf gemacht haben. No. Und hier komme ich dann mit der Lok zurück. No, fahre in den Hosenträger, gehe auf das andere Gleis. Na komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. So, zack. Fahrtrichtung wechseln und dann schwupp kann die hier in den Schuppen donnern. So. Knirsch. Donk. Jawohl, da ist er auf den Puffer geknallt. Ja. Aber dann kann ich auch hier die Türen zumachen. Ja, so wie es das gehört. Zum Feierabend. Jo. Ja. Und ich denke mal, damit können wir doch soweit für heute ganz zufrieden sein. Ja, klar, was ich noch machen muss, ist hier bei der Gleishafe halt den Abstand richtig anpassen. Das ist vielleicht ein bisschen eine Fummelei. Ja. Aber da muss ich halt einfach nur den Gleisabstand hier in dem Modell richtig rauskriegen. Ja, und dann die Gleishafe hier entsprechend machen. Das ist ja alles eigentlich keine Affäre. Man könnte auch... Gut, jetzt ist da schon... Ja, okay, der Versatz hier ist auch hier schon ein bisschen zu sehen. Man kann es jetzt hier, indem man das einfach nochmal so nimmt und ransetzt. Kriegt man das, glaube ich, schon ein bisschen besser hin, aber ja, so ein kleiner Kinken ist da, glaube ich, dann immer noch drin, spätestens wenn der Zug dann rein oder raus fährt. Aber soweit soll das erstmal gut sein. Okay, ich gönne uns nochmal ein kleines Päuschen und dann sehen wir mal zu, ob und wie ich den Ablauf für das Sägewerk dann schon umgestellt kriege, dass das dann auch hier drüber läuft. No, wir sehen uns also dann gleich nochmal wieder so 3 bis 5 Minuten. Ihr kennt das Spiel ja. No, bis gleich.
So, da war sie wieder, die typische Handbewegung. Ja, nächster Punkt ist, dass wir den Ablauf fürs Sägewerk umstellen. Und dazu brauchen wir, klugerweise, wie ich das damals so vorbereitet habe, momentan ist es ja so, dass die Sachen bzw. die Züge hier bereitgestellt werden und abgeholt werden. Ja. Ich brauche jetzt also nur die virtuelle Gleisverbindung, die Wagen für das Sägewerk, für den Sägewerksablauf hier bereitstellt und abholt, umlegen, hinten auf den Hauptbahnhof und die Kontaktpunkte, die ich hier habe, da hinten, also hier zu löschen und da hinten neu zu machen. No? Zack. Da. No, hier sind wir jetzt am Bahnhof Wiesenthal. Und hier haben wir das Stück mit der virtuellen Gleisverbindung, das uns zum Zugspeicher Nord führt, hier zu dem Bereich, wo der Geisterzug die Wagen bereitstellt. Na, hüpfen wir da auch nochmal hin. Hier sehen wir sie. Na, die Geisterlok und die Wagen, die wir für den Sägewerksablauf brauchen. Gebrauchen. Na. Und hier verzweigt sich das halt einmal die Strecke zum Sägewerk. Und einmal die Strecke zum Hauptbahnhof. Ne, hier mit dem Streckenfernsprecher markiert. Das heißt, wenn der Zug hier lang fährt, hier nach links im Bild, dann kommt er eben in Wiesenthal raus. Da hinten. Ja, und diese Verbindung werde ich jetzt mal lösen und umstellen. Nämlich, zack, zack, hier, dieses Gleis. Da sind aber Kontaktpunkte drauf. Die werden wir erstmal beiseite schieben. Die werden wir nämlich später nochmal kopieren. Und zack, jetzt kann ich nämlich hier dieses Gleis löschen und damit ist auch die virtuelle Gleisverbindung weg. Am Zugspeicher, ja, hier, dieses Gleis ist jetzt nicht mehr verbunden. Und das verbinde ich jetzt neu. Bearbeiten, virtuelle Verbindung von Gleisen. Das wird jetzt neu verbunden mit Scrollen. Ne, wir scrollen nicht. Wir hüpfen mal. Mit einem der Gleise hier in dem Dings. Und dann nehmen wir mal das ganz linke. Ja. Jetzt ist es so, wenn hier unser Geisterzug losfährt und Sachen, Waggons zum Hauptbahnhof schieben soll, ja, dann kommen die eben hier am Hauptbahnhof raus und zwar hier am Depot. Ja. Jetzt müssen wir nur noch dafür sorgen, dass die Kontaktpunkte hier richtig sind. Und dass zum Beispiel halt die Türen auch auf und zu gemacht werden. Ne? Wenn der Zug hier rein und raus fährt. Ja. Das ist dann hier der nächste Punkt. Erstmal die Kontaktpunkte. Kopieren vom Bahnhof Wiesenthal. Mupp, mupp, dup, 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 dup.
Zack, Signalisierung. Hoppala. Das waren doch drei. Hat er da etwa... Hey, das ist nicht schön. Ich hätte schon gerne alle drei Kontaktpunkte, die ich dann hier kopiere. Und zwar ist das für den Ghost. Weil ja, da sollte ich mir vielleicht Notizen machen. Ja. Das ist also beim Abliefern. Abliefern. Bam, 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 bam. Wenn 120 halt. Ist dann Kupplung vorne und hinten. Und nicht schneller als 5 ohne Fahrtrichtungsumkehr. Okay. Max 5. Das ist also der Signalkontakt, der den Zug einfach erstmal abbremst, bevor er die Wagen dann abkoppelt. So. Also für ein Fahrzeug. Und jetzt wieder zum Hauptbahnhof gehüpft. Zack, 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 zack. Na, wenn der mit den Wagen hier kommt, zack, soll er ja, der kommt ja am Anfang. Genau, setzen wir das mal hier hin. Das ist Richtung 2 für Route Ghost. Wenn Signal 120 auf Halt steht, dann Kupplung vorne und hinten aktivieren und nicht schneller als 5. Jawohl, das ist der erste. Ja. Dann zack, 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 zack. Na, jo. Den haben wir also schon mal kopiert. Den können wir quasi auf das Gleis schieben, damit er später gelöscht wird. Der zweite ist auch für den Ghost, wenn 120 halt. Ghost, wenn 120 halt. Vorne 2 Wagen und ich denke Abholer. Und Umkehr mit mindestens 20. Ja, das ist also der Signalpunkt oder der Kontaktpunkt, der dafür sorgt, dass der Zug die vorderen 2 Wagen abkoppelt und rückwärts wieder rausfährt. Ja. So, zack. Hauptbahnhof. Ja. Das ist ja hier nicht, ich will doch. X, da. Machen wir es mal so rum. So. Ja. Hier also dann der nächste Kontaktpunkt. Zack, auch für Richtung 2. The Ghost. Wenn 120 ist halt. Kupplung vorne, hinten, vorne, 2.
Fahrtrichtungsumkehr und nicht langsamer als 20. Ja, mit Warnsignal. Einmal tuten bitte. Und der neue Zugnummer, Zugname war Hashtag Abholer. Ja, damit stellt der dann die beiden Wagen bereit, damit sie weggezogen werden können. In genaue Position schieben wir die Kontakte dann noch, wenn wir das Ganze hier austesten. Ne? Den Ablauf, der auch noch nicht komplett durchgesteuert ist. Ne? Da ist ja auch noch ein bisschen was zu tun. So. Dann gehen wir zum dritten. Na. Da, 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 da. Zum dritten Kontaktpunkt. Schwiduidu. Ja. Hier haben wir es. Zack, der dritte Kontaktpunkt. Das ist der. Der ist für den Ghost. Wenn 122 auf Halt ist, das ist also, wenn der Ghost-Zug hier Waggons abholen soll. Der ist einfach nur Fahrtrichtungsumkehr mit 20, also mindestens 20. Das heißt, er holt dann die bereitgestellten Waggons ab und verschwindet wieder. So. Die schieben wir dann auch hier weg und gehen dann zum Hauptbahnhof. No. Gut, müssen wir wieder. Yippidu. Scrolle, scrolle, scrolle. So. Hier kommt dann der dritte hin. Richtung 2 für. Das war auch der Ghost, wenn 122 ist halt. Dann soll er einfach nur Fahrtrichtung umkehren und nicht langsamer als 20 mit Warnsignal machen. No. So, wir packen die Kontaktpunkte hier erstmal so hintereinander hin, dass wir die nachher noch verschieben können. So, und machen hier schon mal die Türen auf. Na? Jawollo. Na? Okay. Der erste Schritt war, wir haben Ablaufplan, dass die gefüllten Rundholzwagen, dass die zum Hauptbahnhof zum Abliefern gefahren werden. So. Das heißt, ich stelle diese Weiche auf Abzweig und diese Weiche auf Abzweig, sodass der Zug hier rausfährt. An dem Wagen ist die Kupplung offen, das ist schön. An der Lok sind die Kupplungen auch offen, sehr schön. Dann können wir der Dame noch mal sagen, dass sie sich in Bewegung setzen soll. Schauen wir den Ablauf einmal durch.
Okay. Ja, ist okay. Zack, das gucken wir uns dann gleich mal an. Hat er jetzt schon die... Hat er noch nicht gesetzt? Andere Richtung. So, er müsste jetzt auch hier die Signale setzen. Jawohl, das ist es. Und es müsste dann auch automatisch, dass die Weiche gestellt werden. Genau, dass er hier Richtung Hauptbahnhof fährt. Sehr schön. Zack, wir hüpfen mal zum Hauptbahnhof und schauen, was da passiert. Jawohl, da kommt er raus. Klick, klack, okay. Ja, und so wie sich das gehört, stellt er halt die Wagen ab. So, ja. Und okay, das Ganze könnte jetzt eine Waggonlänge nach vorne gezogen werden, ne, damit er die Waggons hier wirklich vor dem Schuppen abstellt. Das heißt, wir machen das Ganze mal so weit. Ja. Das als erstes. Und dann schwuppdiwupp. Ja. Kommt er hier zurück und fährt genauso, wie es die Steuerung vorsieht. Na, lassen wir mal laufen nach hinten in seinen Kabuff und wartet da auf seinen nächsten Einsatz. Schub, schub, schub. Genau. Einmal auf den Puffer geknallt, aber er steht. Ne? Nächstes ist dann der Spieler. Ja. Zack, der ist jetzt nämlich an der Reihe. Schauen wir mal, wie wir hier bei bitte du. Komm hier, freie Kamera, bitte. So, wunderbar. Der Waggon hier steht auf Ankuppeln. Das ist soweit okay. Und wir stellen hier auch die Weichen richtig, dass wir hier erstmal rausfahren. Ups. No. Ja, komm, Bremse lösen. Zack. Kriegen wir ihn hier schon rum? Jawohl. Na, auf das andere Gleis gehen. Vorne und hinten die Kupplungen aktivieren. Umschalten, die Weiche, Fahrtrichtung umschalten. Und dann uns auf den Weg machen, um die Holzwaggons hier abzuholen. Ja, es wäre durchaus eine Sache hier, das nochmal ein bisschen länger zu machen, die Gleise, die geraden Gleise, ne, vor den Toren. Dass das halt hier noch ein bisschen sauberer aussieht. Aber ich will erstmal einmal den Ablauf nochmal durchgehen. No. Jawohl, na, dann kommen wir hier an. Und wenn wir die angekoppelt haben, klack, Fahrtrichtung wechseln. Ja. Dann können wir nämlich hier auf die Strecke gehen. Zack, zack, aus der Harfe raus. Geht das wunderbar. Ja. Dann hier auch einfach geradeaus durch den Hosenträger durch. Da steht auch schon alles richtig. Wunderbar. Signal steht auf Halt.
kommen wir hier an. Sehr schön. Ne? Radfahrerblick, kommt kein Zug. Schwupp, auf die Strecke. Und dann donnern wir hier los. Schubidubidub, schubidubidub. Donnern durch die Blockstellen durch. So. Und hier warten wir, bis wir die Einfahrt kriegen. Testen wir das mal. Das Auto sollte ja dann gleich durchkommen. Und dann geht er hier natürlich erstmal auf das Gütergleis. Ich und meine große Klappe. Oder habe ich hier den Ablauf noch... Hä? Noch gar nicht drin für den Güterzug? Oh, müssen wir mal gucken. Aber durch den Bahnhof muss er ja sowieso erstmal noch einfach durchdonnern. So. Wir werden jetzt erstmal sehen, dass der Ablauf mit dem Holen und Abliefern der Waggons, dass der gleiche bleibt. Oder dass der erstmal wieder passt. Ja, auch hier werden wir gleich durchfahren. Und ja, hier geht er aber richtig auf das Gütergleis. Genau. Na? Und bleibt auch ganz brav stehen, so wie sich das gehört. Na? Fernverkehr durch, Nahverkehr durch, Radfahrerblick, wupp. Und los geht's. Ja, eigentlich müsste er das Signal hier auch kurz rot schalten, aber... Das wäre auch noch so eine Finesse. So, und jetzt sind wir an dem Bahnhof, auf den es ankommt. Genau, und da donnert er. Das müssen wir auf der anderen Seite auch noch machen. Dass, wenn der Zug von der Strecke kommt, er auf jeden Fall auch angehalten wird. Genau, braver Zug, so gehört sich das. Ja? So, wir müssen jetzt hier die Lok umsetzen. Das heißt, wir fahren erstmal in den Hosenträger rein. Oder durch den Hosenträger durch. Halten. Halten, sagte ich. Brr, stopp. Jeps. Das ist, wenn man den falschen Dings ausgewählt hat. Aber das wird dem Spieler dann auch früher oder später passieren. Ne? Von daher muss ich halt auch sehen. So, halten. So. Dann gehen wir auf die Lok. machen die Kupplung auf. Und sehen zu, dass wir hier am Hosenträger das Gleis wechseln. So. Hier wird auch die Kupplung aktiviert. Zack, nochmal die Lok ausgewählt. Wenn wir hier durch sind, dass wir die Weiche umschalten können, können wir die Fahrtrichtung wechseln. So. Und dann fahren wir durch den Hosenträger auf dem anderen Gleis durch. Beziehungsweise wir machen das mal so rum, dass wir auf das Abstellgleis fahren. Nicht auf das Einfahrgleis. No. Kleine Logik. Wo habe ich denn jetzt mein Heißgetränk? Na, sag mal. Ach ja. Da müssen wir jetzt durch. Ohne Heißgetränk. Und dann können wir auch hier die Weiche umstellen, Fahrtrichtung wechseln. Und dann schieben wir hoffentlich. Und der müsste auch automatisch gesetzt werden, dass die Vollholzwagen hier auf das linke Gleis gehen immer, ne? Die muss auf gar
vorne gestellt werden. Sieht gut aus. Zugbremse. Jawohl, richtige Richtung. Und dann schön langsam hier. Na komm schon, so. Na, die Sachen hier reindrücken. Na? Das ist nicht so wie geplant, Freund Hein. Denn das ist... Das ist das Gleis, auf dem nachher die Bretterwagen kommen. Weil ich die ja austausche. Ja. Also. Das muss der Spieler wissen, dass er die hier auf das linke Gleis bringen muss. Das muss ihm also dann von der Steuerung gesagt werden. Ja. Soweit, so gut. Schieben wir die hier also mal schön ran. Zack, 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 zack. So. Jawohl, da stehen sie gut. So. Kupplung lösen, Fahrtrichtung wechseln, Bremse lösen, Gas geben. So. Hier durch den, auch wieder gerade durch den Hosenträger. Dann kann man sich nämlich, schwupp, hier auch nochmal gerade. Dann kann man sich nämlich schon bereit melden für den nächsten Fahrauftrag. Zack. Ja. So. Sollte da am Signal stehen bleiben. Ich sagte, sollte. Okay, Automatik ist noch aus. Aber von daher. So. Jetzt ist die Automatik ein. Jetzt bleibt der Zug also an Signalen stehen, tatsächlich. So. Ja, das ist sehr schön, dass das hier so durchläuft. Jawollo. Ja. Ja, soll er ruhig an dem Bahnhof warten. Genau. Denn jetzt kommt nämlich wieder unser Geisterzug dran. Im Zugspeicher Nord. Der hat nämlich jetzt die Aufgabe, die leeren Bretterwaggons bereitzustellen. Zuck. Ja, hier Kupplungen geprüft, beide offen, sehr schön. Und auch hier Kupplung geprüft. Die sollte offen sein. Und dann, jawohl, hier haben wir das Signal. Zack, den Burschen auf die Reise geschickt. ich hole mir auch kurz mein heißes Getränk. Hier wieder auf. Den Popschutz. Ja. So, der soll jetzt nämlich die leeren Wagen schieben. Und zwar, wenn ich den Ablauf noch richtig im Kopf habe, zum Hauptbahnhof. Zack, da haben wir sie. Und da sind sie auch angekoppelt. Zugbremse ist gelöst. Sehr schön. Ja, und die Weiche hier steht auch Richtung Hauptbahnhof und bleibt auch
Genau. Sehr gut. Voilà. Genau. Hüpfen wir zum Hauptbahnhof. Ja, und schauen wir uns da jetzt wieder das Abkoppelmanöver an. Da kommt er raus. Oh, lässt die Wagen immer noch halb stehen. Aber verzieht sich gleich wieder. No, Richtung hier, Zugspeicher und fährt zurück auf seine Position. No. Wupp, 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 wupp. Bereit für den nächsten Fahrauftrag. Jawohl, diesmal ohne gegen den Puffer zu knallen. Sehr schön. Jetzt ist nämlich wieder der Spieler dran. Der kriegt jetzt nämlich den Auftrag, zum Hauptbahnhof zu fahren und die leeren Bretterwaggons da abzuholen. Die Weiche steht richtig und... Entschuldigt. Aber ich muss den Blick auf der Strecke halten, ne? Weichen stellen und so weiter. Radfahrerblick, ne? Schulterblick, kommt kein Zug. Dann können wir hier mal Gas geben. Oh. Schubidubidu. Das heißt, wir könnten die Kontaktpunkte noch weiter nach vorne ziehen. So. Jawohl, hier fährt er auf sein Gütergleis. Und so, hier haben wir wieder die auf Abzweig, die auf Abzweig. Das passt. Schwupp, ne? Radfahrerblick, Schulterblick. Hätte man früher machen sollen. Okay, aber Strecke ist ja frei. Hürde, 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 Pött, 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 Pött. Ja, siehst du ja, genau, wir wollten ja noch eins machen, nämlich, juppidu, dass der Güterzug hier vorm Hosenträger hält, wenn er von der Strecke reinkommt. Na, dafür benutzen wir ein Signal, und zwar ein Signal ohne Vorsignal. Dass immer oder dass wir schon auf Halt gestellt haben und das auch, na komm schon Kiste, schwupp, bei Überfahrt auf Halt gestellt wird. Das müsste Richtung 1 sein. Jawohl. Und auch den Halteabstand davor nehmen wir mal 6 Meter. Das passt. Ja. No. Man sollte sicherheitshalber auch hier nochmal einen Kontakt reinsetzen, dass das auf Halt gestellt wird, wenn ein Zug hier ankommt. No. Falls das irgendwann mal auf Fahrt stehen bleiben sollte. So. Wunderbar, wir kommen jetzt hier an. Können auch brav direkt gleich durchfahren. Wupp, bleiben vorm Hosenträger stehen. So wie sich das gehört. So. Und gehen jetzt gerade durch den Hosenträger durch. Und zack, zack, ganz nach außen auf das Gleis, wo wir abholen. Hier sind die Kupplungen bereits aktiviert. Komm her, schön die Kamera rumschwenken. Und an der Lok aktivieren wir sie auch einfach mal beide.
Zack, haben wir angekoppelt. Fahrtrichtung umkehren. Jawohl, komm. Komm da wieder raus. Hui, hui, hui. Das sieht da nicht schön aus, ich weiß. Ja. Aber so, wir stellen den Zug wieder schön auf Automatik. Halt, richtige Richtung bitte. Ja. Durch den Hosenträger hier fährt er wieder geradeaus durch. Und bleibt dann stehen an dem Signal, was ihn auf die Strecke schicken würde. So. Jucko. Wupp, genau. No, Schulterblick, kommt kein Zug, wunderbar. Zack, da geht er auf die Strecke. Bin ich ja mal gespannt. Eigentlich müsste die Weiche ja auf gerade stehen. Und zwar so lang gerade. Und die auf Abzweig. So sollte sich das gehören. Ja. Wenn hier der Güterzug durchkommt. Komm, lass mal laufen. Ja, das sieht hier nicht schön aus, aber okay. Oh, da. Genau, ne, fährt dann bis hier vorne durch. Und die Weiche muss so lange auf Durchfahrt gestellt werden, dann kann er auch wieder auf die Strecke. Oh, wunderbar, hier passt das ja vom Timing. Zack, zack, wunderbar, ihr fährt brav auf das Gütergleis. Und jawohl, oh, nee, hier muss er gerade durch. So lang. Oh. Zack. Oh. Soweit, so gut. Und dann kommt er, ja, gleich am entscheidenden Bahnhof an. Wo wir halt im Prinzip nochmal dasselbe Manöver machen werden. Nur, dass wir jetzt die Waggons eben auf das rechte Gleis schieben. Jawohl, der steht hier schon auf Durchfahrt, der Hosenträger. Der sieht gut aus. No. Wir stellen den Zug ab. No, bringen ihn zum Halten. Stellen den Hosenträger. Koppeln hinten ab. Geben Gas und lösen die Bremse. No. Aktivieren hier die Kupplung. Aktivieren hier beide Kupplungen. Stellen die Weiche um, schalten die Fahrtrichtung um, damit wir auf die andere Seite kommen. So. Hier geht er geradeaus durch und dann genau bisschen Gas. Der sieht doch gut aus. So gehört sich das. Und so haben wir das ja auch alles schon mal durchgespielt. No? So. Jetzt wieder plopp. Fahrtrichtung.
Und dann schön langsam ran zum Ankuppeln. Ja, Zugbremse ist aktiv. Ich weiß, das bringt mich dann aber auch dazu, auf die Automatik richtig zu schalten. Hier geht's geradeaus, da geht's geradeaus, da geht's geradeaus. Sehr schön. So. Und ja, hier sollte ja das Rundholz inzwischen rausgenommen worden sein. Ja, das muss auch noch durch den Ablauf gemacht werden. So. Zack, da sind wir am Puffer. So gehört sich das. Öffnen die Kupplung. Und ja, lösen die Bremse. So, hier ist die Kupplung aktiv. Das ist sehr schön. So, dann kann der hier nämlich schon mal hier vorrücken. Und dann, ups. Halt, nicht da lang. Nicht da lang. Sondern so lang. Oh. Das war... So. Ja, dass er dann hier vor dem Signal auch stehen bleibt. Automatik ist ein, er bleibt stehen. Oh. So. Dann ist jetzt nämlich wieder unser Geisterzug dran. Mit dem schlauesten aller Manöver. Denn der holt jetzt nämlich die die leeren Bretterwaggons ab. Und das kriegt das System nur dadurch mit, dass er hier rausfährt. Und ich die Weiche hier umstelle Richtung Sägewerk. Bin ich der Meinung? So. Zack, 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 zack. Und natürlich... Hier in der Geisterlok. Wunderbar, alle Kupplungen auch aktiviert. Sehr schön. Ansteuerung aus, Automatik ein. Sehr schön. So. Der fährt jetzt hier Richtung Sägewerk. Wup, wup. So. Und da hatten wir ja den Trick hier mit dem unsichtbaren Gleis und der unsichtbaren Weiche. Da sollte der jetzt hier die Waggons abholen. Da kommt er. Ja, getarnt durch den Schuppen. Schwuppdiwupp. Jawoll. Ja, und wieder auf der unsichtbaren Weiche verschwindet er. Tricky, tricky, tricky. Deswegen auch keine Rücksicht auf den Gleisradius hier genommen. kommt zurück und halt mal muss jetzt die jawollo jawoll
Ja, und bringt jetzt die leeren Bretterwagen hierhin zurück. Zack. Ja, und schwuppdiwupp fährt wieder in sein Kabuff. Ja. Bereit für die nächste Ausfahrt. Denn die ist, dass er die vollen Bretterwagen hier hinschiebt. So. Das geradeaus und auf geht's. Klickidi-klack. So, hier Richtung Sägewerk. Wunderbar, sollte er hier gleich. Jawohl. No, anliefern. No, und wie durch Zauberhand sind aus den leeren Bretterwagen eben beladene Bretterwagen geworden. No. Werden auch sauber abgestellt. Wunderbar. No. Und die Geisterlok verzieht sich wieder in ihre Hundehütte. So. Chubidubidub. So, da kommt sie. Schub, 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 schub. So. Klack, siehst du? Wunderbar. So. Am Sägewerk ist es jetzt nämlich so, dass der Spieler jetzt Waggons abholen kann. Ja, das heißt, wir hätten uns gar nicht so hinstellen brauchen, dass wir auf die Strecke gehen. Sondern wir hauen hier gleich mal den Rückwärtsgang rein. Ja. Zack, zack, zack. Geradezu. Okay. Kupplungen sind offen. Also aktiv, wunderbar. Ja. Und wir bringen dann Hüde, Hüde, Hüde. Ja, wir koppeln jetzt hier die vollen Bretterwaggons an. Klicke die Klack. Hat nicht geklappt. Wieso? Okay, hier war noch die Kupplung nicht aktiv. So. Jetzt sollten wir aber dran sein. Jawollo. So, jetzt nehmen wir die mit. Durch den Hosenträger geradeaus durch bis vors Signal. Sehr schön. So gehört sich das. So mag ich das. So. Kommt ihr hier ran und bleibt vor dem Ausfahrsignal stehen. So. Wieder Schulterblick, ob keiner kommt. Und Weichen sollten automatisch richtig gestellt werden in dem Fall. Jawohl. So. Da macht sich der Zug jetzt halt auf den Weg zurück zum Hauptbahnhof. Und stellt da die Bretter ab. So. Nachdem man hier in jedem Bahnhof brav auf das Gütergleis fährt. So, die anderen Züge vorbeifahren lässt, falls denn welche unterwegs sind. Und ansonsten hier schwupp, immer schön den Schulterblick gemacht. So. Dann geht sie auf die Strecke. Und das alles soll eben passieren, während hier auf der Strecke dieser normale automatische Zugbetrieb läuft. Den wir ja in den letzten Sessions eingerichtet und geprüft haben.
Ja, auch hier fährt er wieder auf sein Güterzuggleis, damit die anderen Züge dann hier durch den Bahnhof durch können. Hier die Weiche für die Ausfahrt gestellt auf das richtige Gleis und dann schwuppdiwupp. Geht's weiter zum nächsten Bahnhof. Klicke die Klack, jawohl, und schwuppdiwupp rein in die Einfahrt. Reicht auch von der Zuglänge her, dass hier genug frei ist. Okay, sehr schön. Na, jetzt müssen wir die Lok umsetzen. Das heißt, wir fahren erstmal gerade in den Hosenträger rein. Und dann wechseln wir mit der Lok auf das andere Gleis, nachdem wir die Waggons abgehängt haben. Die Lok, aktivieren die Kupplung, fahren weiter. Hier ist die Kupplung schon aktiv, sehr schön. Das heißt, wir gehen mit der Lok durch den Hosenträger, zack, und wechseln die Fahrtrichtung. Hier müsste eigentlich noch ein Gleis ran. Das können wir mal schnell ransetzen. No, dass wir hier wenigstens so, zack, den Platz haben. 40 Meter sollten reichen. So. No, dass wir hier dann geradeaus durchfahren können. Nicht auf das Einfahrgleis zurückgehen müssen. Hey, grüß dich, Hallöchen, das ist NTV, hi. Ja, okay. Ja, ich weiß, ich wollte ja ein kurzes Video machen. Schauen wir mal, was es da Neues gibt. So, wieder Weiche umgestellt. Fahrtrichtung geändert. Hoppala, so heftig brauchen wir es nicht. So, und dann schieben wir die Waggons geradeaus durch den Hosenträger raus auf das Gleis, wo sie abgeholt werden sollen. Ja, ist ja gut. So. So. Zack, 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 zack. Jawohl, da kommt er hier an. Mit den beiden Langholzwagen oder mit dem Bretterwagen, den beladenen. So, und ich weiß ja, ich habe ja die Kontakte hier so bis in die Kurve drin. Und muss aber die Wagen dahinter abstellen. Das heißt, die also auch schon halb hier reinschieben. So. Bevor ich dann die Lok abkupple. Fahrtrichtung wechsle. Bremse löse. Und ein bisschen Gas gebe. So. So. Zack. Und lassen wir die Lok mal hier stehen. Oh, Gas weg. Bremse rein. Fertig. Gucken uns die Waggons hier nochmal an. Zack.
Jawohl, da sind an beiden Wagenenden, also an den Zugenden, weil ich jetzt hier den Zug ausgewählt habe, sind an beiden Zugenden die Kupplungen offen. Das ist also okay. Ich kann jetzt also hier den Geisterzug losschicken, um die vollen Waggons abzuholen. Der geht hier ab 2 gerade gerade, das heißt, der fährt hier dann raus. Und jetzt muss ich ihn ja schicken zum Hauptbahnhof. Da soll er ja Waggons abholen. So. Zack. Hier sind auch die Kupplungen aktiv. Sehr schön. So. Zack, 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 zack. Und dann schauen wir mal am Hauptbahnhof. No. So. Wie die Züge hier stehen. Jawohl, ne? Die sind alle vor den Kontakten. Das sollte also soweit gut aussehen, dass die Geisterlok von hier unten kommt, ankuppelt und dann hier den Impuls kriegt, die Fahrtrichtung zu wechseln. So, schauen wir mal, wie das aussieht. Hoppala, da trötet sie schon. Und jawohl, Waggons sind weg. So, und da kommt sie nämlich schon am Zugspeicher an und stellt die sauber ab und geht wieder zurück in ihre Hundehütte. So wie sich das gehört, Leute. Wir haben ja sehr verbunden, wir müssen das in den nächsten 2 Wochen fertigstellen. Jawohl, kriegen wir hin, das hin. In den nächsten 2 Wochen auf jeden Fall, ja. Ja. Ich denke mal, innerhalb der nächsten Tage, jetzt vorm Wochenende, sollte ich das fertig kriegen. Ja. Okay, wir sind ja noch am Hauptbahnhof und wir haben ja noch die leeren Rundholzwaggons am Güterbahnhof zu stehen. Jenerhalb und deswegen muss sich also unser Spieler wieder auf den Weg machen. Halt, andere Richtung. So. Jetzt zum Sägewerk fahren. Und da die inzwischen leeren Rundholzwaggons abholen. So. Schubidubidu. So, geht er da jetzt gerade durch? Ja, jetzt klappt das hier, dass er auch hier dann auf das richtige Gleis geht. No. Das hier auf Abzweig und die muss auf gerade durch stehen. So. Damit er hier durchdonnern kann. Alles klar, weißt du Bescheid. Sehr schön. Jo, danke. Genau, man hört und stört sich, ne? So, geht dann hier zum nächsten Bahnhof. Ja, fährt ganz brav wieder auf sein Güterzuggleis, damit er also die Züge auf der Strecke durchlassen kann. Wunderbar, wartet hier. Wir stellen ihm die Weiche richtig, nicht dass er auf das falsche Gleis rausfährt. Schwupp, auf geht's. Ja. Dann wupp hier über die Brücke. Was ist mit dem Schiff? Warum steht das? Na gut. Lass fahren. So, da wartet er hier an der Einfahrt. Schon mal die Kupplung aufmachen. Zack, wird losgeschickt. No. Wupp. Genau. Und hier haben wir es dann soweit, dass wir zack, 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 geradeaus durch den Hosenträger. Wupp, wupp. Und dann
hieran, um die Waggons abzuholen. Die sind mit aktiver Kupplung, stehen die hier schon bereit. Wunderbar. Schubidubidu. Schön mit Ö. Jo. Kurz klick-klack, einmal gegen den Puffer geschubst. Und dann können wir sie abholen. Ups, nee, so 38. Reicht für eine Güterlok. So. So, durch den Hosenträger durch. Alles wunderbar, alles schön. Und er bleibt natürlich vor der Fahrt auf die Strecke stehen. Weichen stehen richtig, hau raus das Teil. Ja, lassen mich durch. Ich habe hier leere Waggons zu transportieren. Ja, da kommt er gleich. Jawohl, schön, dass das funktioniert. Fährt hier wieder auf sein Gütergleis. Ja. Wartet den ganzen anderen Verkehr ab. Stellt die mal hier. Und wupp, geht los. Ach Mensch, das sieht ja schön aus. Dass das so klappt. Ja, das ist alles die gute Vorbereitung, die wir gemacht haben, als wir den Ablauf organisiert haben. Ja, so, schwuppdiwupp, auch hier wieder Weiche gestellt. Zack, raus mit dir. Strecke ist frei, also sieh zu, dass du Land gewinnst. Ja. Kommt. Schwuppdiwupp. Ja, knallt er durch. Genau. Ne? Und dann sind wir hier wieder so weit, dass wir geradeaus durch den Hosenträger gehen. Oder erstmal in den Hosenträger rein. Hier an der Rampe stehen bleiben. Zack. Die Kupplung öffnen. Jetzt auch erstmal vorwärts weiterfahren lassen. Hier ist die Kupplung offen, das ist auch schön. Und dann zack, hier dann zurückkommen. Schub die Dupp hier auch erstmal gerade durch. Jawohl. Ach ja, das wird doch schön. Das wird doch schön. Immer so weit, dass wir die zack, geradeaus. Jawollo. Ja. Dass wir dann die leeren Waggons klack. Jawoll. So, Bremse ist aktiv. Schwupp. So.
Das waren dann die leeren Waggons. Hier zum Abholen bereitstellen können. Und dann fährt der Geisterzug seine letzte Tour. Und dann sind wir den ganzen Ablauf einmal durch. Ja. Und es ist klar, dass hier dann noch ein paar Sachen so anzupassen sind, ja, mit dem Gleisabstand hier zum Beispiel, ne? Aber das ist dann ein bisschen Fummelarbeit. Das machen wir so. Ja. So, genau, stehen bleiben. Lok auswählen. Lok auswählen. Jo. No. Koppeln, Fahrtrichtung ändern, Bremse lösen. Gas geben. Wieso Zugbremse ist aktiv? Der ist noch frei. So rum. Ist der da jetzt wieder? Wieso? Hier. Okay. Mo. Jetzt hat. Jawollo. So. So, schieben wir die mal ein bisschen hier zurück. Stopp. Kupplung okay. Jawoll. So, und unsere. Lok schicken wir dann auch gleich mal. Na, komm schon, da. Durch den Hosenträger. Und zurück in den Schuppen. Wupp. Gas wegnehmen, damit wir nicht allzu hart auf den Puffer knallen. Müssen schon mal die Bremse anziehen. So, lass mal hier schön langsam wupp, da reingleiten. Das ist ja hier Maßarbeit. Ne? So, schwupp, dann sind wir drin. So. Gang gewechselt und plopp. Plopp, Türen zu. Ja. Und hier im Zugspeicher abbiegen. Na komm schon. Naja, müssen wir noch eher ran. So, abbiegen und gerade. Ja, unsere Ghost Lock, die soll jetzt die leeren Holzwaggons, Rundholzwagen vom Hauptbahnhof abholen. Das sieht soweit gut aus. Die ist also schon in die richtige Richtung unterwegs. Wir springen mal mit der Kamera gleich zum Hauptbahnhof, damit wir das Abholmanöver hier auch schön mitkriegen. Ja. Das ist okay, da sind die Kupplungen aktiv. Sehr schön. Dann sollten wir die Lok hier gleich kommen sehen. Hoffe ich jedenfalls. Nicht, dass die jetzt hier irgendwo hoppelgaloppelt. Ghost. Wo bist du? Ha, okay, der ist noch da. Guti.
Jawohl, ne? Richtung Hauptbahnhof. Dann machen wir mit der. Kommen wir auf der Lok. Zack. Angekoppelt. Und. Kontakt. Und Umkehr. Und damit geht's wieder nach Hause. Zack. Denn die müssen jetzt abgeliefert werden. Und zwar, zack. Na komm schon. So. Und so. So. Jo, das sieht doch gut aus, das. Ja. Wupp, jawohl, da werden sie abgekoppelt und gleich wieder aufgefüllt. Ne? Und unsere Geisterlok, plopp. Genau, wunderbar. So, das hat auch gut geklappt. Haben wir heute einiges geschafft. Ne? Bisschen Schönheitskorrekturen sind da unten am Hauptbahnhof noch zu machen. Und ja, damit soll es das dann auch für heute gewesen sein. Morgen bin ich am Überlegen, würde ich wieder Minecraft streamen, so ein bisschen, so, ja, mal so eine Stunde, anderthalb Stunden vielleicht. Ne, wieder so ab 20 Uhr. Übermorgen ist ja Donnerstag, ne, da bin ich tanzen, da wird nicht gestreamt. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns dann wieder. Also morgen ab 8 Minecraft. Wieder ein bisschen. Und mit EEP, denke ich mal, geht es dann am Wochenende weiter. Fast ohne Probleme. Ja, genau. Ne? Viel mehr kann man ja nicht erwarten. Ne? Danke fürs Zuschauen, fürs Dabeisein, für die Tipps, Bernie. Danke. Und wie gesagt, ich hoffe, wir sehen uns morgen wieder. Dann geht's weiter mit Minecraft. Ne? Bis dahin, bleibt mir treu, bleibt mir gewogen. Empfiehlt mich weiter. Adieu mit Ö. So.